Wie entsteht unser Puls? Welcher Puls ist in welchem Alter normal? Und was verrät der Puls über unsere Gesundheit? Der Puls ist unser ständiger Begleiter. Er ist schon vor der Geburt messbar und endet erst mit unserem Tod. Er gibt darüber Aufschluss, wie schnell unser Herz Blut durch den Körper pumpt. Der Puls ist eine Druckwelle, die sich an den Arterien messen lässt. Denn mit jedem Herzschlag wird Blut gegen die Arterienwände gedrückt. Pro Tag kommt ein gesunder Erwachsener auf rund 100.000 Pulsschläge. Ruhe, Sport, Stress, Anspannung, Genussmittel wie Kaffee oder Zigaretten, aber auch manche Erkrankungen und bestimmte Medikamente können den Puls beeinflussen und sogar dauerhaft verändern. Bei einem gesunden Menschen entspricht der Puls der Herzfrequenz, also den Herzschlägen pro Minute. Bei manchen Erkrankungen wie bestimmten Formen von Herzrhythmusstörungen kann der messbare Puls von der Herzfrequenz abweichen. Man spricht dann von einem Pulsdefizit, das abgeklärt werden sollte. Der Ruhepuls eines gesunden Erwachsenen liegt durchschnittlich bei 60 bis 80 Schlägen pro Minute. Frauen haben meist einen etwas höheren Ruhepuls als Männer, im Durchschnitt um ca. 3 Schläge pro Minute. Leichte Schwankungen über den Tag verteilt sind bei beiden Geschlechtern völlig normal. Liegt der Ruhepuls dauerhaft unter 40 oder über 100, sollte das ärztlich abgeklärt werden. Der Ruhepuls ist allerdings etwas altersabhängiges und bei Kleinkindern ist ein Ruhepuls von 100 oder mehr Schlägen pro Minute völlig normal. Regelmäßiges Ausdauertraining senkt den Ruhepuls. Denn durch das Training nimmt das Herzvolumen zu und das Herz kann mit einem Schlag mehr Blut durch das Herz-Kreislauf-System pumpen. Bei sportlichen Menschen ist deswegen der Ruhepuls ein guter Indikator für den Trainingszustand. Während des Trainings schnellt der Puls durch die Anstrengung in die Höhe. Als Richtwert für den Maximalpuls gilt die Formel 220 minus dem Lebensalter der Person. Ein gesunder 30-Jähriger sollte demnach beim Sport maximal einen Puls von 190 aufweisen, ein 60-Jähriger von 160. Der optimale Trainingsbereich liegt bei 50-75% dieses altersabhängigen Maximalwertes. Auf ungesunde Art und Weise steigen kann der Ruhepuls hingegen durch Erkrankungen wie Adipositas, zu wenig Schlaf oder auch psychische Belastungen. Auch beim grippalen Infekt steigt der Ruhepuls an. Insbesondere bei Fieber kann der Ruhepuls um 10 bis 15 Schläge pro Minute erhöht sein. Der Puls verrät über unseren körperlichen Zustand also mehr, als man vermutet. Wie man ihn richtig misst und deutet, das zeigen wir Ihnen gerne in Ihrer Apotheke vor Ort.